Wir sind wieder zurück und haben in der letzten Folge glorreich zum Beispiel die Brasilianer zu Fall gebracht. Ich kann mir die gar nicht komplett leisten, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir haben viel zu wenig Warscore, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Weil ich eigentlich schon sagen würde, wir hätten gute Arbeit geleistet in diesem Krieg, aber Paradox Interactive sagt nein. Du kriegst überhaupt gar nichts. Dann denke ich mir so, okay, wenn sie das so sagen, dann ist es wahrscheinlich auch so. Da kann ich dann wohl nichts dagegen tun. Aber was ich tun kann, ist, wir können rein theoretisch pushen Richtung Amerika. Nordamerika, um genau zu sein. So, das ist auch voll lustig, weil ich jetzt einfach, also das ist so sinnbefreit gerade, ne? Also ich habe keine Ahnung, was sie jetzt von mir wollen. Jetzt haben wir den Krieg gewonnen gegen diese Vögel. Und was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich wieder gegen diese Vögel kämpfen. So, hä? Wenn irgendwas bei Ihnen nicht in Ordnung ist, dann geben Sie mir gerne nochmal Bescheid. Dann schicke ich Sie zu einem Arzt. Und Ärzte kennen Sie sehr gut aus mit solchen Problemen. Was ist das denn hier eigentlich? Hier angetreten. Den falschen Film oder was? Es ist unglaublich, ey. Aber gut, wir pushen stimmungsvoll, hart und mit großer Freude Richtung Nordamerika. Ich möchte auf alle Fälle Spanien auch erobern. Die sind zwar im Krieg verbündet mit Brasilien, aber die weigern sich immer noch beizutreten. Das ist jetzt einfach United Mexican States und Argentinien. Die haben jetzt einfach ihr eigenes Bündnis gemacht. Also Mexiko und Argentinien haben ihr eigenes Bündnis gegründet. Einfach so. Just for fun. Muss auch keinen Sinn machen oder so. Was ist jetzt damit eigentlich? Also wird das jetzt nochmal aktualisiert hier, dass die da nochmal hingehen sollen? Oder was machen die jetzt hier? Da. Da. So, das hat jetzt, glaube ich, geklappt. Jetzt kommt nämlich hier ein bisschen Begeisterung mit. Bolivien. Oh, Spanien möchte mir beitreten. Okay, das ist jetzt interessant, weil das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich justify gegen Spanien, ja. Nee. Hä? Ist jetzt ein Bug, oder? Okay, nee, der hat schon behoben. Gut. Die British haben ein Kriegsziel gegen mich. Zum 20. Mal die Insel in so einem bescheuerten Zustand zu sehen, ist echt traurig. Befehle sind klar, Verteidigung der Grenzen hier oder so, keine Ahnung, was weiß ich denn halt. Wo sind eigentlich die Jungs? Kommen die irgendwann mal heute nochmal? Digga, die machen einfach Kreuzfahrt. Wusste gar nicht, dass die bei den Kreuzfahrerstaaten dabei sind. So. Tschüss Argentinien. Okay. Dann geht ihr mal hier hin nach Florianopolis. Florian. Geht mal zum Florian. Und sagt dem mal einen schönen Gruß von mir. Ja, die Jungs hier kurz Sao Luis holen. War jetzt auch nicht so schwierig. Und sich dann dorthin bewegen. Das dürfte auch rein theoretisch nicht allzu problematisch werden. Spanien ist jetzt hier groß mit vertreten. So, das ist halt jetzt blöd natürlich, dass man uns hier hinterrücks angreift. Was machen die denn da? Ja, wäre chillig, wenn ihr euch mal kurz um die Angriffe hinterrücks kümmern würdet. Wäre ich ein großer Fan von. Okay, irgendjemand kümmert sich sogar schon drum. Wer ist das? Ah, Honduras. Und Dänemark? Ja. Ach, ich habe doch keinen Bock zu bauen. Scheiß drauf. Wir lassen das Bauen jetzt erstmal bauen sein. Gucken jetzt schnell, dass wir hier ein bisschen die Expansion US-Truppen von US-Truppen eindämmen. Gut, Mexiko wird hier komplett überlaufen. Jetzt hat uns Grenada den Krieg erklärt. Ich
muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt wenig, was mich weniger interessieren würde gerade. Aber Vincent und die Grenadinen möchten beitreten. Na dann. Wir nehmen ja alles auf, was bei 3 nicht weggesprungen ist. Jetzt haben sie Indonesien zum Major gemacht. Das ist auch absoluter Disrespekt und ein Spucken in mein Gesicht, wie ich es noch nie gesehen habe. Ne? Das ist... Naja, muss ich wirklich ein bisschen auch jetzt... Bin ich ein bisschen entsetzt jetzt auch. Weil ich habe auch extra keine Flotte... Wir haben zwar ein paar Schiffe, aber ich habe auch extra keine Flotte gebaut, weil ich gar keinen Bock hatte, ne? Jetzt ist halt nur die Frage, wie stark ist... Rein theoretisch. 2012. Wie stark ist rein theoretisch die indonesische Flotte? Das ist wahrscheinlich die interessanteste Frage an der Stelle. Ah, okay, gut. Müssen wir uns ja darum keine Gedanken machen, habe ich gerade festgestellt. Ihr sollt einfach nur kurz dahin. Das erobern und du. Das Schöne ist, sie können ja nicht mal den Naval Invasion machen, weil sie ja gar keine Truppen haben, sozusagen. So geil. Was ist hier los? Hm. Kanada? Nee. Kanada ist nicht im Krieg mit uns. Das ist Fake News, aber Mexiko kapituliert gleich. Und wir können ganz entspannt Richtung US-Territorium vorstoßen. So, ihr seid hier fertig. Und spätestens, wenn wir im US-Gebiet sind, wird es uns auch relativ egal sein. Brasilien hat kapituliert. Ja, spätestens dann werden uns Naval Invasions auch, denke ich mal, relativ wurscht sein. Schicken jetzt die Jungs alle mal dorthin. Für eine Offensive gegen die Nation dort. Ja, mit denen sind wir auch im Krieg scheinbar, habe ich gerade gesehen. Gar nicht mitbekommen. War jetzt auch relativ sinnbefreit. So. Auf mit nach Norden. Hat Mexiko jetzt schon kapituliert? Nee, ne? Die strampeln immer noch ums Überleben. Jetzt kommt da die X-Ten Naval Invasion. Oh, und die gelben Typen sind immer noch nicht da. Überleg einfach, Kuba aufzugeben. Das juckt mich schon, Kuba. Dann einfach lieber erstmal darum kümmern, dass wir nicht weggepusht werden. Und damit betreten wir immerhin zum ersten Mal auch US-Gebiet. Mal kurz die Flotte einmal. Schon mal dorthin verlegen. Grenada hat kapituliert. Den bescheuerten Naval Invasions, Alter. Und Honduras freut sich, Alter. Weil die ganzen Gebiete zugewiesen bekommen haben. Okay, tschüss Mexiko. 3, 6, 8, 10 und der Rest geht dort mit hin. Kommt ein Bangladesch auf einmal her, hey. Das habe ich aber nicht angeschafft. The Irish People's Union. Oh, die hat sich bloß ein bisschen gehen. Irish People's Union, ey. Solange die nicht zum Major werden, ist mir das ja erstmal relativ wurscht alles. Genau, jetzt hier ganz wichtig, möglichst schnell über die USA drüber rollen. Bevor hier irgendwelche Drittstaaten zugerufen werden. Uruguay hat uns den Krieg erklärt. Naja. Dummerweise, Uruguay. Oh, haben eure Spione wahrscheinlich nicht weiter geschaut als die nächsten 5 Meter vor der Haustür und haben übersehen, dass wir noch ein paar Soldaten im Norden stationiert haben. Die dann in den nächsten 70 bis 80 Jahren angekommen sein sollten, um euer Großreich dann anzugreifen. Okay, Advanced NTR. Können wir es nicht brauchen, aber egal. Holt euch Kuba. Ist mir völlig recht. Holt euch gerne Kuba. Das könnt ihr super, wirklich super, super gerne machen. Könnt euch da auch gerne häuslich einrichten. Ich finde es einen fairen Tausch. Ich krieg alles, ihr kriegt Kuba.
Weil wir sehen können, Widerstand gibt es hier überhaupt nicht, auch wenn das aktuell noch sehr viel Kriegsbegeisterung zu geben scheint. Aber mal gucken, wie lange noch, denn ihr seht ja, es geht hier relativ schnell voran. Außer das Autosave, dann geht nichts mehr voran, das kennen wir schon. Stufe 21 Panzer, Alter. 21. Was sind denn die jetzt? Ich verreck, Alter. Das dauert so lang, bis die da mal hingelatscht sind. Da denkst du wirklich, die Welt ist untergegangen. Wer ist das jetzt hier? Das die Arabische Republik von Ägypten. Was ist mit euch eigentlich? Ihr seid auch irgendwohin unterwegs. Ich finde es schön, dass die alle irgendwohin unterwegs sind. Also jeder fährt irgendwohin oder jeder geht irgendwohin, aber keiner weiß, was er wirklich machen soll, habe ich irgendwie das Gefühl. Du. So. Vor allem, warum geben die denn jetzt auf einmal Brasilien Gebiete? So, warum würde man denn das machen wollen? Nee, tun sie gar nicht. Das hier macht keinen Sinn. So viel kann ich euch sagen. Boah. Alter Vater, ey. Wir haben auch keine Möglichkeit. Ne? Speak to the Troops können wir nochmal machen, aber ansonsten unmöglich irgendwie an War Support zu kommen, leider. Ja, außer die passiven 0.1, die wir sowieso schon haben. Was bringen dir die? So. U ist ein A. 60%. Jetzt geht es dann eh gleich ganz schnell, weil hier drüben sind die ganzen wichtigen Städte der USA. Da können sie auch hier hinten. Gut, das sind gar nicht die USA, das sind die Mexikaner. Die sind komplett eingekesselt von meiner KI. Ich selber habe es ja gar nicht gemacht. Aber ich muss es auch gar nicht machen. Wir sehen es ja, das klappt auch so. Diese Autos selbst gehen wir auf den Sack. 1,4 Millionen zu 1, oh Gott, aber wir haben trotzdem gleich hohe Verluste gemacht. Das ist interesting. 1,4 zu 1,4. Die Statistik würde ich gerne noch mal ein bisschen drehen dann nachher, gell? Schon mal sagen, ey. Ich sag's, diese Autos selbst, die sind so langsam. Es passiert einfach nichts. So, mit denen haben wir auch aufgeräumt. Spiel denkt sich so, nein, wir zeigen gar nichts. So, ihr geht dann alle mal dorthin. Fortress Buster für den fetten, netten Herrn. Wenn ihr einfach angreift, dann können wir sogar rein theoretisch den Kampf gewinnen. Aber wer nicht kämpft, kann auch nicht gewinnen, ne? Sagt ein weiser Mann. Vor langer, langer Zeit. Schau mal, wir kommen da einfach, wir fahren einfach durch, Alter. Da ist kein Widerstand da, keine Motivation. Huch, kein Kampfeswillen. Ich weiß gar nicht, was die sich hier so blöd anstellen. Greift doch einfach an. Einfach hier rein. Washington DC, New York City, Boston. Scheiß Autos selbst, ey. Ich knall mich gleich weg. Detroit. Geht hin, macht Urlaub, chillt, habt ein schönes Leben. Soll ich denn jetzt hier erforscht, was ich verbessern soll? Ach, Anti-Air, ne? Kein Bock. Müssen mit der alten Anti-Air schießen. Die neuen gibt es zwar theoretisch, aber in der Praxis wollen wir die nicht haben. Nichts dauert länger als Autosaves in Hearts of Iron 4. Keine Ahnung, was die alle mit Kuba haben. Und das verstehe ich jetzt noch viel weniger. Die kommen da angegeiert. Aber wer hat das jetzt zu... Weißt du, das sind kanadianische Truppen, aber mit Kanada bin ich nicht im Krieg. Deswegen verstehe ich, das ist alles nur zur Hälfte gerade. Mal gucken. Bin mir sicher, die Jungs werden sich da hervorragend drum kümmern. Zwischen den Autos selbst. Das machen wir kurz weg. So, und so beginnt der letzte finale Widerstand. Während noch nebenbei die Kriegsrechtfertigung gegen Portugal durch wäre. Einmal dahin. Gucken, ob Spanien dem Ruf beitreten wird oder nicht. Okay.
Okay. Also Spanien ist an sich schon stark, aber ich habe da halt leider ein bisschen einen wunden Punkt erwischt. Ja, Portugal war im Krieg mit drin, bevor die Spanier überhaupt bereit waren. Da gehen jetzt auch gerade ein paar Truppen drauf, aber wir starten natürlich direkt eine Gegenoffensive, um auch unsere eigenen Truppen mitzuretten, sehe ich gerade. Hallo? Boah, aber in letzter Sekunde, Alter. Boah. Das wäre fast schief gegangen jetzt. Spanier haben wir leider nicht retten können, da sind ein paar Bahnen gegangen. Aber wir können nicht alles haben, also wir können nicht jeden retten. Okay, das sieht doch schon mal besser aus. Wer hat denn jetzt hier überhaupt kapituliert? Ach, die USA, lol. Boah, es ist teuer. Warum kann man sich denn nicht einfach alles holen, hm? Ich frage für einen Freund. Da fand ich es damals schon besser, die alten Friedensverhandlungen. Wo du dann einfach mit der Zeit dir alles holen konntest. Jetzt musst du blöd gucken, was du dir nimmst und was nicht. Doch scheiße, sowas. Was ist denn mit der Ukraine, Alter? Wer kämpft denn da mit mir um die ukrainischen Gebiete? Naja gut, die ganze USA haben wir uns jetzt zumindest mal geholt. Und dann holen wir uns nochmal Großteile von China. Alles nicht. Ich gucke jetzt auch nicht ganz genau, was jetzt hier wo. Sagen wir nur die ganz teuren, lassen wir mal sein. Die für 4600 auch. Was haben wir jetzt? 1900 oder 19.000? Ne, 1900. Und das können wir uns gar nicht mehr holen. Und deswegen geben wir das auf. Und sind fertig mit diesen Friedensverhandlungen. So, jetzt sind wir rein theoretisch im Krieg mit Indonesien. Das ist nur die Frage. Können wir die NI direkt starten, bitte? So, jetzt müssen wir nur kurz gucken. Also. Ja, funktioniert super. Mit dem Flughäfen. Mit ein bisschen Air Support sollte das auf alle Fälle funktionieren. Was Macau macht, ist mir relativ wurscht jetzt. Okay, ich habe ehrlich gesagt gedacht, wir sind woanders gelandet. Hab mich wieder getäuscht. Wenn ihr euch direkt einen Hafen holt oder so, wäre auch cool. Mit einem Hafen könnte ich schon mal arbeiten. Luftunterstützung haben wir jetzt? Nö. Alles red. Und ihr seid da am Werk, gell? Dann machen wir das kurz einmal so. Und dann machen wir das nochmal so. Und dann machen wir das nochmal so. Ich hoffe, dass die 2000 Flugzeuge dem Herrn genügen mögen. Irgendwas zu erreichen, bevor die Versorgung ausgeht. Vielleicht auch schnell einfach einen Hafen nebenbei mit reinschmeißen. Okay, wird gebaut. Keine Angst, Jungs, ihr dürft auch gleich rein. Wir brauchen nur schnell einen Hafen. Entweder den selbstgebauten oder den eroberten. Eins von beiden. 14. Juli, einen ganzen Monat, um ein paar Anlegestellen für Schiffe zu bauen, oder was? Also es kann in die Hose gehen, da dürfen wir uns jetzt nicht zu sicher sein. Zumindest haben wir sie in zwei Teile gespalten. Was haben wir jetzt hier gehabt? Nichts mehr. Okay. Da ist okay. Auf der Insel könnt ihr chillen. Jetzt habe ich aber immer noch keinen Hafen. Blöd. Plus die Offensive ist auch zum Erliegen gekommen jetzt. Jetzt können wir eigentlich nur warten, dass wir den Hafen bekommen.
Bis dahin ist jetzt einfach mal Stillstand. Okay, okay, okay. War nur Spaß mit dem Stillstand. Was ist denn das jetzt überhaupt, Alter? Was soll denn der Scheiß? Da überrumpeln die mich einfach. Ich glaube, ich spinne. Zum Glück ist meine Armee noch da, hoffe ich. So, der Hafenstädt. War es 14. oder 24. Juli? Ich dachte, es war 24. Juli. Keine Ahnung. Aber wir können trotzdem keine zu große Offensive jetzt starten. Weil es uns an Versorgung hier aktuell fehlt, so ein bisschen. Also der Hafen ist zwar da, aber Weltwunder passiert es deswegen nicht. Rückt mal dorthin vor. So, okay. Ja, da ist nur das Problem mit, ja. Da müssen wir die Jungs kurz hinschicken, um sich dem Ganzen etwas anzunehmen hier. Bei Uruguay kommt eh nicht raus, deswegen kann es das wurscht sein. Die chillen da erstmal weiter, glaube ich, noch 100 Jahre. So, den Hafen erobern oder so wäre halt juicy, ne? Den Hafen daneben direkt noch mit, das wäre noch viel juicier. So, einmal neue Division. Und ebenfalls auf Richtung America. Fuck yeah. Da läuft die Offensive. Wie gesagt, wir haben 40 Millionen Mann in der Reserve. Wir haben Ausrüstung und Ende über 3000 Fabriken, die rein theoretisch produzieren, würde man denken. Es fehlt ein Schilder. Hä? Trains haben wir genug und Trucks haben wir auch genug. Convoys haben wir auch genug. Das ist einfach nur Boogie. Boogie, Boogie gerade. Die Anzeige. Na, dass Kanada jetzt nochmal so muckt, ist schon echt faszinierend. Also muss ich da auch wirklich meinen tiefsten Respekt äußern eigentlich. Und warum genau? Die gehen mir auf den Sack, Alter, ne? Das wird natürlich dann wieder nicht befriedet. Genau, die pushen hier einfach weiter. Shanghai hat uns den Krieg erklärt, aber ich weiß jetzt auch nicht, was die alle von mir wollen. Lass mich doch einfach in Ruhe jetzt. Ja, mit denen hat sich jetzt aber auch gleich, glaube ich, ganz schnell erledigt. Ja, das war so schon. Sehr schön. Perfekt. Das nenne ich auch mal leckere Friedensverhandlung. Finnland war auch bei dir mit drin. Irland. Sau interesting, wer da alles so drin steckt hier. Brasilien, Peru. Mexiko, Indonesien, yeah, yeah. Wir können uns eh wieder nicht alles holen. Die altbekannte Problematik. Holen wir uns einfach mal ein bisschen was von Mexiko. Schwächen sie so halt minimal. Eine Provinz können wir uns immer noch holen, ja. Gut, es ist zwar nicht unbedingt der Sieg, den man sich wünschen würde, aber es war auf alle Fälle ein Sieg. Das Problem ist, die sind schon wieder diesen nordamerikanischen Müllhaufen drin. Das heißt, sie könnten rein theoretisch auch zum Problem werden langfristig. Aber zumindest Kanada sollte jetzt ja auch gleich noch einen Abflug machen. So. Machen wir noch kurz Kanada weg. Und dann denke ich, können wir mit höchster Zufriedenheit dieses Projekt beenden heute. Tja. Und wenige Tage später ist es auch tatsächlich schon soweit. Und es geht nur Kanada drauf, sonst nichts. Jetzt liegen wir echt noch im Krieg mit Shanghai hier, ne? Also, wer jetzt irgendeiner gedacht hätte, das ist ein Joke oder so. Nee, ist es halt nicht. Die haben sich jetzt echt hier irgendwie aufgemuckt gegen uns. Ich glaube, ich spinne, Alter. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Gebiete kernen. Das ist so, weil wir haben relativ viel Gehorsam in manchen Provinzen. Nochmal zum Spaß hier so. Die halbe Welt zu Kerngebieten machen. Ihr seht ja, was wir alles kernen könnten, Alter. Da wird ja schlecht. Da kommt mir der Bürgerreizreflex hoch. So viel könnte ich kernen. Einfach mal zum Spaß machen. Aber was ist? Nix ist. Muss wieder warten. Ja. Das kleine Fliege ist natürlich keine Herausforderung für den großen Tiger. Was ist denn jetzt noch los? Hey, wir haben noch gar keinen Kick mehr.
Ach Leute. Ach Leute. Der hat mal ein paar Truppen vorbeigeschickt. Nicht viele, nur ein, zwei, die ich gerade zufällig gefunden hatte. So, jetzt hoffe ich mal, dass es das war, weil die... Ach, Digga, ich kann mir nicht mal das... Ey, Leute. Ich glaube, das ist auch absichtlich so ein bisschen, dass du die nicht alle vasalisieren kannst. So, wisst ihr, was ich meine? So, man setzt die Punkte quasi höher an, dass man die nicht einfach alle integrieren kann. Vasalisieren wahrscheinlich schon. Du sollst wahrscheinlich nicht alles integrieren können direkt. Das ist possible. Schau dich mal an. Also, das ist halt total crazy, ne? Mach das jetzt einfach mal kurz, bis wir keine PP mehr haben. Also keine politische Macht. Boah, geht mir das hart auf den Sack, alles einzeln draufklicken zu müssen. Rein theoretisch hier ein bisschen in Osteuropa. Denke ich mal, da dürfte sich ja auch so keiner dran stören. Und wenn doch, sollen sie die Schnauze halten. Sonst komme ich nämlich vorbei und hau einen rein. Also, nur Spaß. Ich kann ja keine Fliege, was du leidet. Ja, doch, Mücken. Mücken schon. Mücken müssen sterben. Das tut mir auch wirklich total leid für die Mücken. Aber es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Können den ganzen Norwegen habe ich vergessen. Ach, scheiß auf Norwegen. Norwegen ist eh nur so ein Ding, so Zeitverschwendung. So, mal gucken, 41 Millionen. Geht jetzt direkt mal hoch auf. Okay, gar nichts. Keine Reaktion vom Spiel. Kann auch einfach sein, dass es eine Weile dauert. Bin mal gespannt, was wir jetzt gleich Kernbewirkung hätten. So, jetzt habe ich keine politische Macht mehr. 41,2. Wir haben jetzt eine Kernbevölkerung von 400 Millionen Mann. Aber das hat jetzt irgendwie keine Auswirkungen auf... Ah doch, 47. Jetzt hat mir Norwegen den Krieg... Freunde, scheiß auf Norwegen. Ich bedanke mich... Das war der Holy in Kombination mit den Karotten, die ich gegessen habe. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein mega interessantes, lustiges Projekt. Es war wirklich packend bis... Ja, vor 3, 4 Folgen. Ich glaube, dann war es nicht mehr ganz so spannend. Aber ansonsten... Sehr, sehr schön. Hat viel Spaß gemacht. Performance-technisch war es mittendrin mal wieder total Krise, aber wir haben es überlebt und haben mit der deutschen Heiligen Römischen Republik oder der deutschen Vereinten Römischen oder der Vereinten Römischen Republik haben wir es geschafft, die Welt zu erobern und unser eigen zu machen. Ich freue mich zutiefst. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und wir sehen uns als Kanalmitglieder dann halt irgendwann schon ein bisschen früher. Ansonsten bald zum nächsten Häufier-Projekt wieder. Euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.